This is a good start, but we need a bigger war chest. Where are we gonna stash it? Since offshore accounts are rubbish these days. Yeah. The banks gave out account details like candy after the international law changes. There's an encrypted currency inside CrimeNet called C-Stacks. It's not perfect, but it should do for now. Any word from the others? It's gonna be hard to do this with just the five of us. About that, I want to introduce you to someone. Meet Pearl, expert infiltrator and con artist. And certified ass-kicker. Pleased to meet you. You're the one that pulled that $10 million hustle on Harvest and Trustee. Allegedly. Welcome to the Payday Gang. You want to tell me where we're going? We did some work for one of the San Francisco triads a while ago. Triads, huh? Sounds like they've got something new for us. Figured we'd take the meeting. Who's the contact? Let's do some business. Looks like the diversion worked. The truck should be here any moment. Let's get to work. Sag mal, Johnny, wo ist eigentlich dieser Typ, den wir angeheuert haben? Du weißt schon, diesen komischen Fingertypen. Welchen Fingertypen? Ja, dich. Ich bin Braun Daumen. Ich bin Braun Daumen Bernd. Braun Daumen Bernd? Braun Daumen Bernd, du. Ich hab drei braune Daumen, die nur ich sehen kann. Aber wieso hast du drei Daumen? Oh, zwei kann ich dir zeigen. Den anderen, dafür müssen wir ins Separé. Was machst du da in der Kiste? Ja, wir haben dich über CrimeNet irgendwie engagiert. Sie ist irgendwie, lockt dich in CrimeNet ein und dann fragt nach dem Fingertypen. Da bin ich weltbekannt, Braun Daumen Bernd. Flutschfinger Freddy, du, der ist doch gestorben. Der hat's versaut. Der ist bei dem Bankraub draufgegangen, ja. Oh, warte mal, irgendwo hier. Ja, ja, der wird nervös. Hau die weg. On the ground. Hau die weg, die Typen. Ich mach die on the ground. Wir haben aber nur noch 30 Sekunden, ne? Also es ist jetzt hier auch eine schnelle Wischiwaschi-Aktion, die wir durchführen müssen. Ich schlag mich weiter nach vorne durch. Wir sollen keine Zivilisten entkommen lassen. Jo, dann guck mal, dass du die da wegbrüllst. Get the fuck down. Und ich mach hier schon mal die Tasche hin. Alle auf dem Boden. Ich aktiviere das Ding, wir schaffen es noch in der Zeit. Guck mal da. Voll gut. Jetzt schon Profis. Hat uns irgendwer gesehen? Nö, ich glaube, wir sind da richtig spooky. Da ist noch einer. Aber der guckt so auf sein Handy, der kriegt dich gar nicht mit. Hey, was? Ich hab grad Candy Crush gespielt. Okay, was, ey? Candy Crush. Irgendwie muss ich ja mein Geld Candy verdienen. Crush. Fessel den. Auch noch fesseln. Ich wollte den eigentlich so als Liebespuppe haben. Der ist nämlich Antonio Banderas. Und ist freiberufliche Hand Liebespuppe. Antonio Hand Banderas. Oh, Antonio Handjob Banderas? Job Deras. Handjob Deras? Steering Device, wo ist das? Da hinten ist einer. Komm, beeil dich. Hier rennt da irgendeiner weg. Ich bin unterwegs. Full Construction Devices. I got it. Nimm's mit, so, du. So, dann schnell. Hier. Einfach hier drüber über den LaTeX. Geht das? Nee, geht gar nicht. Ja doch, ganz oben, du. Schön an der feuchten Latte geschwulzt. Abgeschwulzt. Ich hab abgeschlonzt. Nur reinwerfen. Achso. Okay, so, get musst us du going. Da hacken. Ich hacke. Irgendwo ist ein Sniper Reno, ne? Ein Sniper Reno, Alter, aber voll. Ey, das Spiel läuft aber immer noch nicht so richtig cremig. Immer noch so, als würd's nachladen. Immer noch so leicht Schlons auf der Lippe. Lippschlons. Ich bring mir noch einen Lippschlons mit, Mutti. Mutti, bringst mir noch einen feuchten Schlonzigen mit. Guck mal, er ist hopp auf der Granate, Alter. Das meine ich, das Spiel, trotz High-End-Hardware, trotz Schlons. Trotz der Nvidia Schlons, läuft das nicht ganz gut. Nvidia 3 Schlons 60. Trotz der Nvidia 40 Schlonzig 90, ist das hier noch nicht... Schlonzig 90. Alter, wie sie hier... Was ist da los? Ey, was sind das hier für Ultra-Boots? Vorsicht, Granate. Oh, Alter. Das Zivilisten hinten, glaube ich, zerspratzelt, ne? Könnte sein, dass der sich auf eine Granate gesetzt hat. Selber schuld. Die sind richtig weggespratzelt. Guck dir die an.
Dem starte. Alten steckt sein Handy mit Candy Crush so tief in der Fresse drin. Aber er hat Mandy Hush gespielt. Mandy Hush. Oh, es gibt Abzüge. Aber wieder nur bei dir, ne? Nur damit du Bescheid weißt. Ja, ich hab genug. Ja, hab genug, ne? Ich bin im Kreis. Ey, der Geisel da hinten. Baron of Steady. Nee, Bankraub, das ist mein neues Ding jetzt. YouTube läuft nicht, ich musste Bankräuber werden. It's a fucking Zapper. Frank Zappa ist auch hier? Frank Zappa, Alter? Das ist halt auch schon die deutlich besseren Sachen als ich, ne? Du hast ja richtig High-End-Gear schon. Naja, geht, 9 Stunden Payday gestreamt. Gear ist drin. Ich halte das Fahrzeug halt in Bewegung, ne? Ich bin auch, guck mal, ich bin auch hier im Circle. Im Love Circle. Im Liebeskreis. Schon wieder ein Zivilist draufgegangen. Ja, aber nicht wegen mir, du. Nicht wegen mir. Nee, wegen mir, glaube ich, wieder. Aber ja, weil du den Truck überfahren hast, du kranke Sau. Oh, jetzt müssen wir gleich hier Dings einsammeln, ne? Wir brauchen so Schienen oder was? Ah, Moment, ich muss erstmal gerade hier... Ich brauche Munition oder was? Ich habe nur Panzertasche. Sniper Rillo ist down. Ich brauche hier so eine Muni-Flitsche. Hothole. Verdammt, das ist ein Hothole. Right here. Ist ein heißes Hole. Munition rausgebügelt, aber. Also wie machen wir denn jetzt das Hothole fresh? Haltet das Fahrzeug in Bewegung. Hab da hinten den Sniper weggeholt? Okay, ja, ich hol was. Potholes. Ich hab hier ein dickes Pothole. They're coming in 30 seconds. Get ready. Ich hab ja auch so eine Rampe. Ja, alles mitnehmen. Wir müssen hier die Potholes platzieren und dann kannst du direkt schon ein zweites holen bei Gelegenheit. Ich bin dran, ich Pothole. So. Ich hab Zapper geschickt. Müsste doch jetzt gehen, oder? Jetzt muss ich nur noch restarten. So, guck hier. Der Pothole smell drüber. Bacon. Hier ist noch ein Pothole, das können wir direkt zumachen. Da ist schon eine Rampe drin. Ja, ich bin gerade noch am... Mit meinen eigenen Probleme. Oh. I smell pot. Oh, Sniper Rillo. Wow, Alter. Granaten. Bane. Ich muss einen Koffer holen. Aber hier wird gesnipert und so. Ach, oh nein, Sniper. Boah, Sniper gibt mir richtig, Alter. Ich bin immer noch an dem Karren hier dran, du. Keep up, I'm bulletproof. Das hat Kreismama auch zu mir gesagt. I'm bulletproof. Nothing am Fuß. Haut den mal von hinten weg hier, Jungs. Alter, ich schmeiß eine Rüstungstasche kurz. Hier ist noch Rüstung. Warte mal, hier muss ich erst was weg. Säbeln. Was ist das? Hier, bewegen. Lang ich mal rein in die Rüstungstasche. Ich brauche Muni. Ich habe keine Muni mehr. Ich treff da hinten die scheiß Sniper nicht. Ich hab ein echtes Muni-Problem. Ja, ich auch. Sniper down. Dann musst du halt mal hier rüberlaufen so über die Sachen. Ja, klar. Das ist mir durchaus bewusst. Brzezinski. Hier ist wieder Frank Zappovich. Frank Zappovich und sein Brudi. Brudi Ricovic. Ricardo Rich. Wir müssen Ricardo Rich reparieren noch hier. Hier ist übrigens Panzerung noch, eine Platte. Ja, kannst die du kannst du mehr brauchen als ich. Ich bin noch richtig fresh. Ich bin nämlich, ich habe auch so einen Bullet Dodge Move. WWW, FFF, WWW und du bist bulletproof. Ja, die Pistole ist eigentlich auch ganz geil. Ja, wir haben immer noch halt die Stand. Also, ich habe ja noch gar nichts. Ich habe nur eine Runde gespielt. Wie gesagt, ich habe da keinen Power Grind Stream hingelegt.
Power Grindstream. Wir konnten eine Runde spielen, dann waren die Server down. Power Grindstream, sag ich ja. Ich hab noch nie jemanden so unverschämt Power Grinden sehen wie du. Ich hab Menschen grinden sehen, aber so Power gegrindet hat noch niemand. Ganze 25 Minuten hat er gespielt. Er hat 25 Minuten gnadenlos durchgezogen. Krass. Und wo ist er jetzt? Keine Ahnung, hat sich irgendwo zur Ruhe gesetzt. Okay, neue Gruppierung. Er hat mehr Payday 3 gespielt als jeder andere. Ja, weil die Server da waren. Da hinten ist immer noch ein Sniper-Dude, ne? Guck mal, ich treffe ihn sogar mit der Pistole. Tot. Das ist Alter, Aim. Was ich mir jetzt hole, Junge? Jurassic Park Weihnachtssocken? Ich hole mir hier die Super Delivering Gun. Wo ist die? Ach, die Overkill Gun. Oh, 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 die liegt. Die liegt hier in dem Abgrund, glaube ich, oder? Ich weiß nicht, ich will das Auto erstmal noch hoch. Pistolen Aim. I'm tracking another assault team. They'll be there in 30 seconds. Team? Ein salziges Team, Alter. Ein weiteres Salzteam. Watch out, they've got cloakers. Cloakers? Stefan von Kokainsüchtige? Salzer. Die schicken Kokainsüchtige. Now I know why that truck reminded me of a tortoise. Ich hab verstanden, Chokers. Hier, wir müssen von unten choken. Check under it for an electronics hatch. These vehicles are cutting edge in armored transport, ja. Und das ist halt das cool, dass du den Bohrer auch noch so antreiben kannst. Das ist eigentlich ganz witzig. Ja, ja. Boah. Achtung, das ist ein Sniper. Upp, ach, da snipert jemand rum. Double Snipe. Alter, einen habe ich mit der Pistole weggeholt. Achtung. Irgendwo rennt der Coker rum. Coker ist down. Noch ein paar Schüsse in meiner. Ich hol mir den Sniper. Sniper down. Zwei Schuss. Goddammit, Sniper. Ich hab noch zwei Schuss, Alter. Nö, ich bin wieder richtig gut voll, du. Headshots. Headshots. All I do is Headshots. Ich meine hier in der Overkiller. Ach so. In der Thriller Manila hatte ich noch. Noch eine Nate. Was ist denn hier los? Ist der Bohrer ausgegangen oder was? Weißt du, was geil wäre, wenn man nach irgendwie 20, 25, 50 Päckchen sammeln, einen Nate bekommen würde? Das wäre irgendwie edel. Boah, was war denn das? Der ist explodiert. Irgend so ein Powder. Das war ein echter Coker. Nee, der ist wirklich so die Kokainbrille weggeflogen. Alter, hier drin ist das Geld, Jungs. Hier drin ist das Geld. Muss die Schließfächer knacken. Wie komme ich denn da rein? Hinten ist offen. Knack du mal. Alter, hier ist das ganze Geld. Ich schmeiß alles hier hin. Uiuiui. Ich schmeiß erstmal auf den Boden die Kohle. Also Jungs metzeln. Alter, hier liegt am Boden. Was ist das denn? Seltene Alien-Elemente. Alien-Stahl ist hier drin. Ja, ich hab Alien-Stahl gefunden. Ich hol Dallas. Ist back. Irgendwer schießt mir ins Areal hier. Your ass is mine. Push him and break him. Es ist nicht so easy hier drin alles zu knacken. Ja, du musst knacken. Ich versuche hier alles zu backen. Meine Leuchtmatte hier hin. Der Darth Vader ist auch irgendwo da draußen. Ja, ja, ich sag ja. Irgend so ein alter Raucher. Alien-Stahl am Genital, das hat mich gerade gerettet. Ein Sandwich ist da drin eingeschlossen. Banana Bacon. Okay.
Ich würde das nicht alles dahin legen, dann kriegen die das doch voll einfach. Ja, aber da kommt der Heli. Das ist schon die Flare. Nee, oder? Doch. Ja, der ist aber dann irgendwo am Rand gleich. Sicher? Ja. Glaub schon. Sniper down. Ist der wie in Payday 1. Okay, die kommen jetzt mit den dicken Dingern. Den dicken Dosern, Alter. Ein Tash habe ich am Zack. Angriff steht bevor. Tash and the Zack. Oh, hier drüben ist noch Rüstung. Smokey in the house, hat er gerade gesagt. Kokain in the house, ja. Starker Raucher. Und starker Coccolini. Coca in the house. Alter, wie er da hochklettern wollte, ne? Ja, ja. Alles mitnehmen. Oh, Alter, die haben richtig gepanzerte jetzt dabei. Wo ist der Heli? Da hinten. Da hinten. Oh, Cloaky! Cloaky, Loki! Boah. Der alte Kloaken, Mann. Schmeiß ihn direkt davor. Es roch auch so hart nach Kloake. Es roch nach Hoche? Nach Hoche, Kloako. Ich geh gerade ganz auf die Fresse, du. Musst aufpassen. Wir nehmen alle mit, wir nehmen alle mit. Ah, ich bekomme so hart auf die Fresse. Dann leg dich einfach hin. Boah, Moment. Nee, hier liegen doch noch Taschen. Muss mich sammeln. Hier liegen noch Taschen. Wir wollen alle Taschen. Da vorne sind noch zwei. Wow, was ist denn da los? Ich schmeiß mal eine Granate, Junge. Ja. Aber einer hat nicht genug gereicht hier. Ich hab den Shield. Da ist noch ein Shieldy. Boah, das war's mit meiner Rüstung. Geld mitnehmen. Ab, ab damit. Die ist runtergefallen. Da ist noch eine letzte, ja. Ich hol sie. Ich hab das Ding. Warum werfen die Bots das nicht rein? Ah, die nehmen es eh mit, ne? Das zählt, glaube ich, so oder so. Ich glaube, das zählt, so, wir müssen ja gehen. Wir müssen da hinten entkommen. Da hinten. 60 Meter. Ich versuche hier drüber zu klettern. Schaffst du's? Ich bin unterwegs. Alles sauber. Komm, 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 komm. Die Jungs dürfen aber auch nicht sterben. Ich muss schneiden. Nein, Dallas ist down. Dallas ist down. Hurry up! Down the scaffolding! Boah, jetzt hätte ich gerne meinen Payday 2 Skill, wo ich jemanden nur durch Anbrüllen aufstehen lassen konnte. Ich habe leider keine Nades. Boah. Ich habe eine schon reingeworfen. Die sind, Alter, das ist einfach unendlich. Nee, vergiss es, ich bin auch gleich down. Vergiss es, den kriegen wir da nicht. Scheiß auf Dallas. Es liegt da seine Tasche rum? Ja, keine, ne? Ahnung, ich kam nicht mehr hin, Alter. Die sind so, wow, wow, die sind so brutal. Sollen wir abhauen? Zurück mehr, was haben wir für eine andere Option? Schade um die Tasche, aber Dallas hat's versaut. Ab nach Rapala, ey. Na, irgendwo da oben liegt wahrscheinlich jetzt die Tasche von dem rum. Werden wir gleich sehen. Oh. Weiß ich nicht, ich hab Malcolms Mama bekommen. 8 Koffer, die 10 What? Taschen. Vielleicht haben sie es so gemacht, dass wenn der Bot drauf geht, irgendwo am Ass der Welt mit einer Tasche, dass sie dann sagen, weiß ich nicht. Na gut, dann gib Rapala. Ja, ich hab ein bisschen, musste 120.000 wegen Zivilisten bezahlen, aber. Oh, ich bin jetzt erst Level 7. Ey, davor bin ich mit einem Ding direkt hochgeschossen auf Level 6. Und jetzt gerade so wieder 7. Auch irgendwie ziemlich, ziemlich speziell. Was kann ich denn für Waffen kaufen? Rheinfeld. Wenn er Rheinfeld, dann schreit er. Ja. Aber gibt's denn was Gescheites? 21 geht's los mit einer Northwest B9. Oder hier 35 mit einer Q59, einer guten alten Kalasch.
Collage. Schöne Collage. Ja, so eine schöne Collage braucht man. Auf Ex. Ich habe meinem Kumpel, der früher bei den Spezialeinsatzkräften war, gefragt, warum er diesen Anhänger an seinem F-69 hatte. Er meinte, es erinnert ihn an kalte Getränke bei Aufklärungsmissionen in der Wüste. Nicht gerade philosophisch, aber soll mir recht sein. Okay, es gibt auch coole Anhänger. Dafür brauchst du aber hier Continental Coins. Ja, ich habe jetzt 28, weil ich mir schon irgendwas... Handschuhe. Wahnsinn. Ich hatte mir Lederhandschuhe gekauft für die letzten irgendwie... Wahnsinn. Oder Gummihandschuhe. Schöne Gummimummi-Handschuhe. Ich hab Goldhandschuhe. Ich kann richtig schön mit Gold Leute würgen. Gut, Freunde, das war's. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bewerten, kommentieren. Auf Wiedersehen und... Tschö. Tschüss.